Scharfe Schüsse, harte Checks und schnelle Action. Die neue Eishockeysaison startet. Bei den Linzer Blackwings laufen die Vorbereitungen schon seit der letzten Saison. Denn die gilt's zu vergessen. Eine Halle ohne Fans, sportlich der letzte Platz und vereinsinterne Streitereien. Im Gegensatz zum letzten Jahr ist eine extrem positive Stimmung. Nicht nur unter den Fans, den Sponsoren, aber auch unter den Spielern. Man merkt es echt auch unter den Spielern, das ist eine Gemeinschaft. Man merkt auch den Rückhalt von den Fans wieder. Positive Stimmung bei der traditionellen Mannschaftsvorstellung Rambazamba in der Linzerie. Begrüßt werden auch die 15 Neuzugänge. Etwa der ehemalige österreichische Nationalteamspieler Raphael Rotter. Er kommt vom Konkurrenzclub, den Vienna Capitals, und wurde in der Vergangenheit von den Linzer Fans nicht immer ganz herzlich empfangen. Ja, bis jetzt wurde ich nur beschimpft in Linz. Es ist mal schön, das Ganze von der anderen Seite zu hören. Ich bin voll happy hier. Die Mannschaft ist super, sehr sympathisch, auch sehr hungrig. Die Jungs, auch die jungen Spieler arbeiten wirklich sehr brav. Wir haben einen guten Kader und hoffentlich sind Fans laut, weil ich weiß, in dem Stadion ist es mit Fans unglaublich zu spielen. Und auch Teamkapitän Brian Lebler ist zurück von der Olympia-Qualifikation aus dem Nationalteam, brennt auf einen Neustart und will Wiedergutmachung in der Liga. Letzte Saison war nicht so gut, ein bisschen schlimm. Jetzt mit Zuschauern und der neuen Mannschaft, wir hatten sehr, sehr gute Stimmung in der Kabine und wir sind sehr, sehr aufgeregt für die Saison. Die Ziele für die heurige Saison, das obere Playoff, eine langfristige Kaderplanung und den Nachwuchs aufbauen. Wir haben heuer versucht, den Österreicher-Anteil wieder etwas zu erhöhen, dass der Stamm der Mannschaft sich wieder ein bisschen mehr stabilisiert. Unter dem Motto Black is back soll auch die Linzer G-Eis-Arena gemeinsam mit den Fans wieder zur Heimfestung werden. Wir wünschen uns natürlich, dass sie uns ein bisschen ein Vertrauen schenken und wieder in die Halle zurückkehren und unsere Mannschaft natürlich anfeuern, dass wir so eine Stimmung haben, die einzigartig ist in der Liga, wie es eben früher war, und die Mannschaft dann auch wieder zu Siege voranpeitschen. Mit neuem Team, neuer Vereinsführung und der altbekannten Fanunterstützung soll's für die Linzer dann auch wieder sportlich klappen.